und hallo ihr Lieben, ich mache heute Pfannenbrot. Ich zeige euch ja immer gerne auf Instagram mein Pfannenbrot-Rezept und viele sagen dann immer, ja, du machst ja immer so viel mit Gläsern und genaue Mengenangabe wäre super, gerade wenn es um Mehl geht. Deswegen habe ich mir heute vorgenommen, ich mache für euch ein Video, wo ich auch immer komplett die Mengenangabe mit angebe, also nicht mit Glas, sondern zum Beispiel, jetzt habe ich jetzt hier 300 Milliliter lauwarmes Wasser. Das gebe ich hier in meine Rührschüssel. Ich habe eine Knetmaschine. Ihr könnt das aber auch per Hand machen. Dann nehme ich, ich habe hier so eine frische Hefe, so einen Würfel. Davon, das sind 42 Gramm, wenn ich mich nicht irre. Ja, 42 Gramm. Davon nehme ich die Hälfte des Würfels. So, und wenn ihr jetzt eilige habt, dann könnt ihr auch den ganzen Würfel nehmen. Aber ich jetzt nehme jetzt die Hälfte. Zerbrösel die in das Wasser rein. So, die Hände stinken dann immer so komisch nach diesem Hefegeruch. Aber das ist nicht schlimm. Gibt Schlimmeres. Dann gebe ich, das zoomt sich die ganze Zeit, ne? So, ich muss das mal fokussieren, damit ihr das auch besser sieht. So. Ich hoffe, dass das jetzt besser ist. Ja, dann gebe ich noch einen Teelöffel Zucker dazu. So. Vermisch das miteinander und lasse das dann kurz sich aktivieren. Das sagen die doch immer, ne? Ich höre das mal in den Videos. Lass die Hefe kurz aufgehen. Und dann gebe ich zum Wasser. Ich habe hier Grieß, aber ganz feinen Grieß. Seht ihr den mal? Ich zeige euch den mal. Ich kaufe den immer im also bei uns in der Moschee. So, die verkaufen da so marokkanische Produkte. Aber die gibt es auch im türkischen Supermarkt. Die könnt auch Weichweizengrieß nehmen aus dem Rewe oder aus dem Lidl. Das ist meine Favoritpackung. Also ich liebe das. Soll jetzt keine Schleichwerbung sein. Ich weiß gar nicht, was das für eine Marke ist. Der Angelo. Der Angelo ist mir der Liebste. Davon benutze ich auch die grobe Variante für mein Harsha-Rezept und Weizenmehl. Ihr könnt auch noch Dinkelmehl ein bisschen dazu geben, das mache ich aber heute nicht. Ich mache das wirklich nur so die typisch marokkanische Art mit Weizen und ein bisschen feinem Grieß. So, das hat sich jetzt schön aufgelöst. Ich lege jetzt die Schüssel in die Knetmaschine und nehme euch dann gleich mit. Und dann wiege ich auch direkt mal das Mehl ab. Ich habe jetzt die Schüssel in die Knetmaschine getan. Ich habe jetzt hier 150 Gramm von dem Grieß. So, das gebe ich hier rein. Und jetzt kommt auch ein Teelöffel Salz mit rein. Und ein Esslöffel Olivenöl oder auch normales Rapsöl. Ich nehme jetzt einfach nur Rapsöl. So, ein Esslöffel ungefähr. Und Mehl, der Hauptbestandteil. Ich wiege den jetzt auch nochmal schnell ab. Aber ich werde erstmal immer nach und nach dazu geben. Also ich werde vermuten, ja, bei der Masse werde ich wahrscheinlich schon 500 Gramm brauchen. Also ich habe jetzt hier 500 Gramm abgewogen und gebe nach und nach das Mehl in die Masse. Und danach, am Ende, sage ich euch dann auch, wie viel wirklich ich verbraucht habe an Mehl oder wie viel ich gebraucht habe. Ich habe den Teig jetzt gut geknetet. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, 500 Gramm abzuwiegen. Auf jeden Fall habe ich nur 300 Gramm gebraucht, also 300 Milliliter Flüssigkeit und 300 Gramm Mehl habe ich verwendet mit 150 Gramm feinem Grieß oder Weichweizengrieß. So, ich streue jetzt da noch ein bisschen Mehl drauf, dann kriege ich das hier schneller ab. So. So. Ich weiß nicht, seht ihr den Teig? Ich zeige ihn euch auch gleich nochmal. Der ist schön weich, nicht zu fest, aber auch nicht zu... Also wenn ihr ihn mit der Knetmaschine machen sollt, merkt ihr, dass er nicht mehr an der Schüssel klebt. Wenn ihr ihn dann mit der Hand machen sollt, dann merkt ihr, dass das ja nicht mehr an den Händen klebt. So viel Mehl braucht ihr. Ups, aber ich habe euch ja jetzt genau die Mengenangabe gegeben. So, genau, jetzt mache ich die Maschine noch weg und dann zeige ich euch mal, wie ich den forme. Um den Teig
zu bearbeiten. Das heißt, um das Brot zu formen, nehme ich einen Esslöffel von meinem Grieß und einen Esslöffel von dem Mehl. Vermische das und damit, sieht ihr das überhaupt? Nein. So, ich muss das einmal runter machen. So. Und vermische das und damit forme ich dann gleich das Brot. Ich habe jetzt das vermischt miteinander. So. Streue das noch ein bisschen. So, hier seht ihr das. Also schön weich. Ich muss das immer noch mal einmal mit meiner Hand kneten. Das ist irgendwie so eine Angewohnheit. Anders geht das nicht. Also ich habe den jetzt nochmal zusammengeknetet. So. Wenn ihr Zeit habt, dann lasst ihr den noch ein bisschen gehen. Wenn ihr keine Zeit habt, so wie ich heute, könnt ihr gleich diese Teigstücke schon direkt formen. Also ich mache das immer so. Ich versuche die so. Ich nehme mal meine Hand mal kurz ein bisschen ein. So hier. Also wenn ich jetzt ein Stück abgeschnitten habe, dann mache ich den Zeigefinger und den Daumen. Seht ihr das? Und dann mache ich so, dass ich da diese Größe habe. Immer mit dem Zeigefinger und dem Daumen. Also wenn ich so... Sophie hat gehört, dass ich geknetet habe. Sie kommt schon mit ihrem Hocker, ich höre sie. So, und dann den Zeigefinger und den Daumen. So. Dann habe ich genau die Größe, die ich haben möchte. Und weil das ja ein Pfannenbrot wird, darf das halt auch nicht zu groß sein. Salam! Was möchtest du, Sophia? Mir helfen. Mir helfen? Ja. So, Sophia kriegt immer, was kriegst du immer? Eine kleine. Ein kleines Stück. Bitteschön. Das ist viel kleiner. Ja, ich mache dir hier ein bisschen Mehl. So. Ein und dann bisschen viel. Ist ja, das. Ist ein bisschen viel geworden. Das ist bei uns immer so. Wenn es Knete. Teig gibt, dann wird mitgeknetet. Ne, Sophia? Ja, upsi. Aber so. Aber auf deiner Seite, ne, mein Schatz? So, und hast du Hände gewaschen? Ja! Natürlich, ne? Was willst du denn? Das Wichtigste, Hände waschen. Damit so. Kein Dreck reinkommt. Genau, und Sophia darf dann auch immer ihr Brot dann essen, ne? So. Nein, mein Kleinen kann das Ganze auch nicht aufessen. Ja, genau, immer ein schön kleines Stück. Ich mache das jetzt weiter und dann zeige ich euch, wie ich... Aber ich mache mein Brot anders immer. Ja, Sophia macht immer ihr Brot. Willst du mal zeigen, den ganzen Tanten da draußen, wie du dein Brot machst? Ja, mache ich so. Du musst ein bisschen weiter hier hin, damit man dich sehen kann in der Kamera. Genau. So. Oh, das ist aber eher in einem Seminar. Also oder? Wie ein Brot. Hä? Ups, da, Vorsicht, die Kamera. Das ist wie ein Brot. Genau, das machst du toll, mein Schatz. So, ich lasse euch jetzt mal, bis ich das hier zu Ende gemacht habe. Das machst du super. Ich habe jetzt 9 rausbekommen. Die ist ein bisschen kleiner geworden. Also es werden insgesamt 9, wenn ich jetzt das von Sophia einmal weglasse. Ihr müsst die ein bisschen stehen lassen, damit die euch leichter dann sich formen lassen. Also die zum Beispiel, die ist schon ein bisschen aufgegangen. Die kann ich dann einfach immer schön die Arbeitsplatte mit dem Mehl. Genau. Testen nur. Zeig mal deine, Sophia. Ist schon richtig gut geworden. Und dann macht ihr daraus so runde Brotfladen. Aber Mama, wenn wir zusammen das ganze Zeit machen, wird es viel schneller. Das stimmt, genau. Und so wird es auch ganz platt wie meine. Immer so ein bisschen das Mehl abtropfen, damit ihr das ganze Mehl dann nicht in der Pfanne euch verbrennt. Also mach es auch immer so. Wie machst du das? Du machst das eher wie Pizza, ne? Hey, dann ist nur das Mehl weg. Es darf nicht zu dick sein, weil der, Ist es dick? Nee, das ist sehr dünn sogar. Der Trick dabei ist ja, dass das dann in der Pfanne schön aufgeht, wie so ein Luftballon. Ja, Luftballon. Und dann es von innen auch richtig schön weich ist. Also deswegen, ich würde sagen, die kann noch ein bisschen. Dann tue ich das alles auf ein Geschirrtuch mit Mehl bestreut und lasse das dann schön, 20 Minuten bis eine halbe Stunde stehen, damit das schön aufgeht. Und dann zeige ich euch auch gleich nochmal, wie das dann aussieht. Und dann fahre ich in der Falle. Gucken. Wow, dann willst du DuckTales gucken gehen? Mal sehen, was das ist. Gleich machst du das weiter. Okay. So. Seht ihr, also das ist ungefähr
die Dicke, die ihr braucht. Und wenn ihr merkt, dass es nicht so ganz rund ist, das passiert mir eigentlich auch ganz oft, dann geht ihr einfach nochmal so mit den Händen einmal durch und formt das schön rund. So. Ich mache jetzt die weiteren und dann zeige ich euch später dann nochmal das Ergebnis. Ich habe das Brot jetzt eine halbe Stunde ruhen lassen. Ich erhitze die Pfanne erstmal auf höchster Stufe, aber bevor ich es in die Pfanne gebe, gehe ich mit der Stufe nochmal runter. Ich zeige euch mal schnell, wie ich das vorbereite. Also ich habe hier ein Backblech, einfach ein normales Ofenbackblech. So, das decke ich gut zu, das Brot. Das ist so fias. Also bei uns wird nichts weggeschmissen. Wenn ihr Anfänger seid, dann macht das nicht so. Dann nehmt ihr wirklich für jedes Brot ein Tuch, also von der Größe her, und legt es separat. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich habe hier mehrere Brote aufeinander einfach gelegt. Das ist halt, weil ich es schneller finde und ich nicht so viel Platz dafür brauche. Aber wenn ihr das macht, dann nehmt ihr einfach ein Geschirrtuch, nehmt wirklich so von dem Platz her, wie viel ihr 4 oder 5 da reinpassen, deckt das mit einem anderen Tuch zu und nehmt dann immer ein Brot nach dem anderen. Also bei mir ist das dann immer so, dass ich das wirklich aufeinander lege. Aber wenn ihr das jetzt wirklich das erste Mal macht, dann würde ich euch das nicht empfehlen, weil es riskant ist, dass das Brot halt einfach runterfällt. Wer ist das? Bestifter. Mein Papa ist jetzt auch gekommen. Ich mache mich jetzt weiter an das Brot und dann zeige ich euch gleich, die Pfanne ist noch nicht heiß, zeige ich euch gleich, wie ich das in der Pfanne backe. Ich bin mit der Stufe jetzt runtergegangen. Ich versuche euch mal zu zeigen. Ich kann mit der Kamera immer nicht so hin und her. So, also das ist jetzt zum Beispiel eine, die aufgegangen ist. Dann nehme ich die so, aber ich gebe das nicht so in die Pfanne, sondern so in die Pfanne. Und auch nur ganz kurz und wende sie auch. Seht ihr mich? Ich hoffe so, ich drehe das mal. Nur ganz kurz und dann wendet ihr sie sofort. Die darf keine Bläschen machen. Wenn ihr sie so lange auf der anderen Seite lässt, dann macht das so Bläschen und die gehen später kaputt. Dann geht das Brot nicht so schön auf. Also das ist der Trick mit dabei. Und ihr müsst vorsichtig sein, wenn ihr das von dem Tuch nimmt, dass ihr nicht zu viel damit wackelt. Weil der muss wirklich noch so, wie er aufgegangen ist, bleiben, damit er dann später schön, ich hoffe, dass es jetzt keinen Vorführeffekt ergibt und er gar nicht aufgeht. Ich schiebe die Kamera mal wieder hier hin. Dass er dann auch schön aufgeht. Und immer schön drehen, nicht zu fest draufdrücken, immer nur so leicht drehen, damit er von allen Seiten schön braun ist. Die Kinder sind jetzt mit meinem Papa beschäftigt. Wobei, jetzt kann ich euch gleich mal was zeigen. Und zwar hat mein Papa mir das hier mitgebracht. Ich suche das schon so lange und finde das eigentlich nie. Und der ist so süß. Ich habe das bei dem gesehen zu Hause und das hat so gut gerochen. Und dann habe ich ihn gefragt, was benutzt du denn da, Papa? Und der hat es mir jetzt mitgebracht. Ihr seht ihr schon die erste Beule? So, dann dreht ihr das um. So hier. Und dann merkt ihr schon, das bekommt jetzt auch ein bisschen Farbe. So. Und ich drehe das natürlich schön weiter um. Seht ihr, wie die aufgegangen ist, Mädels? So wirklich so eine Kugel. Und wenn ihr merkt, dass da irgendwie so ein kleiner Loch ist, dann nehmt ihr einfach einen Küchentreffer. Dann müsst ihr euch nicht unbedingt verbrennen. So. So. Und dann nehmt ihr wirklich die Luft überall mit rein, bis es so richtig schön. Ich habe hier nämlich, das ist auch ein guter Tipp, dass das jetzt passiert ist, ich habe hier irgendwo ein kleines Löchlein und da kommt die Luft raus. Und wenn die Luft rauskommt, geht es halt nicht überall auf. Aber wenn ihr hier einfach auf das Loch drückt, so, kommt die Luft überall hin. Okay. Also so sieht es aus, wenn ihr kein Loch im Teig habt. Das hört sich so komisch an, ne? Kein Loch im Teig. Dann wird das wirklich so eine Kugel. Seht ihr das? So. So ein richtiges Fladen. Also hier ist jetzt, das ist jetzt die zweite. Da ist jetzt zum Beispiel gar kein Loch irgendwo drin. Die ist von alleine wie eine Kugel aufgegangen. Und sobald sie auch aufgegangen ist und von allen Seiten schön braun ist, könnt ihr sie auch schon direkt aus der Pfanne nehmen. Das, glaube ich, ein bisschen ranzoomen, damit ihr genau sehen könnt,
wie der Teig aufgeht. Seht ihr das? Ich versuche euch das irgendwie zu zeigen. So, weil ich habe das Gefühl, in der Kamera sieht man das nicht so gut. Und so sieht das Brot dann aus. Richtig schön lecker, fluffig, warm. Seht ihr? Also es kann ruhig so ein bisschen dunkler hier von unten sein. Bei mir sieht hier das Brot anders aus. Dazu habe ich noch marokkanischen Tagine gemacht. Das Video werde ich als erstes hochladen. Also werdet ihr das jetzt wahrscheinlich schon auf meinem Kanal finden. Das serviere ich jetzt auch so. Lecker marokkanischen Tagine mit Pfannenbrot. Wenn ihr gerne noch an weiteren Videos mit marokkanischen Rezepten Interesse habt, dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich jedes Mal über eure Rückmeldungen, ob hier oder auf Instagram. Ja, und wir lassen uns das jetzt schmecken und freue mich, euch bald im nächsten Video wiederzusehen. Ich muss das noch üben mit diesem Ende, das ist immer so komisch. Bis dahin, tschüss!